Heute bei Auf Streife die Spezialisten. Drama auf der Kartbahn. Ja. Und er ist rübergeflogen. Boah. Klar, dass er Unfall. Warum ging es denn? Es ging doch nur um dich. Weswegen duellieren wir uns denn ständig? Jetzt auf Streife die Spezialisten. Rettungsdienst, hallo? Ja, guten Tag, Christoph Heinze mein Name. Wo sind Sie denn, Herr Heinze? Auf der Kartbahn in Ossendorf. Gut, was ist denn passiert? Wir haben einen Unfall gehabt mit 2 Karts und 2 Bewusstlosen. Leihkarts erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Julia Mertens rechnet mit massiven Verletzungen. Bei dem Einsatzstichwort 2 schwerverletzte Bewusstlose gehen wir einfach nach dem Schema vor, wer schwerer von den beiden verletzt ist. Und so wird das dann dementsprechend abgearbeitet. Hier ist die Reihenfolge klar. Aber ist sie über die Bahn gelaufen, ja, und von ihm angefahren worden? Ja, und er ist rübergeflogen. Das angefahrene Mädchen hat schwere Kopfverletzungen und atmet nur schwach. Ich habe mich deswegen für das Mädel entschieden, weil sie eben halt noch geklemmt hat und die schwere Kopfverletzung halt aufgewiesen hat. Der andere Patient in dem Fall hatte noch seinen Helm auf, hatte einen gut tastbaren Puls, war zwar nicht ansprechbar, aber er schnaufte noch adäquat. Bei dem Rennen ging es darum, Nele zu imponieren. Sie ist die Schwester der Verletzten und macht ihren Freund Kevin für den Unfall verantwortlich. Das Ganze mal noch so ein bisschen. Ja, jetzt ich alles. Weil Sie so schnell gefahren sind. Was kann ich denn jetzt dafür? Ja, ich habe ja gebrüllt, aber mehr als wissen kann ich auch nicht. Jetzt schiebt doch nicht den anderen. Sie müssen ein bisschen auf mich hören dann auch, wenn ich sage Stopp und brülle Stopp, dann. Mit dem Rennen wollten die jungen Männer die schöne Nele beeindrucken. Für den nun schwer verletzten Jungen und seinen hilflos wirkenden Konkurrenten Grund genug, die warnende Fahne des Kart-Mitarbeiters zu ignorieren. Polizeikommissar Paul Richter und Polizeioberkommissar Stefan Sindera rücken an, um den Fall aufzuklären. Hi. Hallo. Ja, wir haben hier wohl 2 junge Herren gehabt, die sich ein Rennen geliefert haben um Mädels. Und es ist halt ordentlich in die Hose gegangen. Sie hat sich eingemischt oder beziehungsweise wollte die beiden davon abhalten und ist wohl getroffen worden von dem Kart. Sie klemmte auch eben noch mit dem Bein fest. Und er saß wohl in dem Kart und ist hier drüber gegangen. Mehr kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Bei dem Versuch, das Kartduell zu stoppen, war Nele auf die Bahn gerannt. Die Schwester folgte blind und wurde erfasst. Aber hör doch auf, mir die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Ich meine, wer kann ich entweder was dafür, dass mir Ole reingefahren ist oder dass du mit deiner Schwester auf die Kartbahn gekommen bist? Hör auf, mir die Schuld dafür zu geben. Du konntest dich nicht entscheiden. Hallo. Ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Was mich interessiert ist, Sie sind mitgefahren. Sie waren Fahrer, Teilnehmer am Rennen. Ach, Rennen, Quatsch. Ja klar, war das ein Rennen. Was war das sonst? Du hast doch dazu gestimmt. Das war doch nur dein. Hallo. Da brauchst du jemanden Ausweis, bitte. Ja. Also zum Unfallhergang können wir bis dato nicht sonderlich viel sagen. Wir wissen, dass eine Person auf die Fahrbahn gerannt ist. Wir wissen, dass aufgrund eines Rennens und auf Nichtbeachtung der roten Flagge, die eigentlich einen Abbruch bedeutet, ein Unfall produziert wurde. Gesehen, dass sie mir hinterhergelaufen ist. Und dann ging das alles so schnell. Aber warum läufst du denn auf die Bahn? Aber wenn ihr so schnell fahrt, klar, dass da ein Unfall passiert. Warum ging es denn? Es ging doch nur um dich. Weswegen duellieren wir uns denn ständig? Ich glaube, das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, sich darüber zu streiten. Okay, geht's Leuten schlecht und das ist gerade echt ungünstig. Ja, es tut mir echt leid, aber das können wir gerade überhaupt nicht gebrauchen. Zwar ist der 17-jährige Kartfahrer außer Lebensgefahr, doch die 14-jährige benötigt dringend intensivmedizinische Versorgung. Wir kümmern uns um seine Freundin. Stell dich bitte an Seite und warte mit. Ja? Also bei unserer Patientin stellt er sich so auf den ersten, nach dem ersten Bodycheck folgende Verletzungen dar. Einmal eine Unterschenkelfraktur, also eine Schienbeinfraktur linksseitig. Dann hatte sie eine Hüftprellung, die Rippen eventuell angeknackst, auch wiederum linksseitig. Die Kopfverletzung rechts wirft halt ein bisschen Rätsel auf, beziehungsweise vermute ich, dass sie dann doch ein Schädel-Hirntrauma davongetragen hat. Langsam, ne? Ich bin drüber. Ja, ich auch. Einmal die Kabel hochheben, bitte. Warte mal. Nele muss hilflos mit ansehen, wie ihre kleine Schwester zum Rettungswagen gebracht wird. Das Schädelhirntrauma ist lebensbedrohlich und wurde durch den Zusammenprall mit dem etwa 100 Kilo schweren Kart verursacht. Paul Richter und sein Kollege Stefan Sindera versuchen, den Unfallhergang zu ermitteln. Dann ist sie auf die andere Bahn gewechselt und auf einmal hat das Kart von Ole dummerweise sie erwischt und sie ist mitgeschleudert und auf einmal ging alles so schnell und er liegt da und was soll ich machen? Die rote Flagge sagen, Sie haben sie nicht gesehen. Nee, in der Hitze es ging des so. Kommen Sie mal zu mir, bitte.
Der junge Mann gibt an, dass er die rote Flagge, die geschwenkt wurde, nicht gesehen hat bzw. nicht mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wie das im Haus ist. Mein Mitarbeiter, ich habe das nur gehört, mein Mitarbeiter hat extra gesagt, er hatte von vornherein sofort die rote Fahne hochgehoben. Ja. So, dann hätten die beiden darauf reagieren müssen. Aber wir waren doch in der Kurve. Es war doch schon längst zu spät. Die waren doch schon längst auf der Karte. Und ja, was hätte ich denn machen sollen? Sogar noch und geschwenkt. Was soll ich denn sonst noch machen? Für uns ist wichtig, ist es letzten Endes, wer es verursache, beziehungsweise was ist genau passiert. Das haben sie gut geschildert gerade. Alles in Ordnung. Die Sache ist nur die, ich muss sie jetzt direkt im Nachgang belehren. Das stellt für uns eine fahrlässige Körperverletzung dar. Ne? Also diese rote Flagge nicht sehen. Aber was kann ich denn dafür, wenn er mich anfährt? Da müssen sie langsam fahren, aufpassen. Was weiß ich? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das ist scheiße, weiß ich, aber so ist halt nochmal passiert. Das heißt, wenn hier eine rote Flagge geschwenkt wird, ja, dann heißt das Abbruch. Sie müssen zum Stehenbleiben kommen. Situation ist folgende, wir haben einen Unfall und wir haben eine Fahrlässigkeit. Von beiden Seiten, Sie und Ihr Mitstreiter, Mitrennfahrer. Das heißt, Sie können sich auf jeden Fall schon mal darauf gefasst machen, dass Sie Post bekommen. Die andere Frage ist die, wieso die Dame auf die Fahrbahn gerannt ist. Aber das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Das später. Also grundsätzlich müssen wir festhalten, wir sind hier nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Das heißt, es ist kein klassischer Verkehrsunfall. Aufgrund des Nichtanhaltens dieser Regelwerke, die hier in diesem Hause gelten oder auf dieser Kartbahn gelten, können wir allerdings davon ausgehen, dass es sich hier wahrscheinlich um eine fahrlässige Körperverletzung handelt, zumindest in Bezug auf den Unfallgeschädigten und die Geschädigte. Beide haben grob fahrlässig gehandelt. Der 17-Jährige durch sein zu schnelles Fahren und das Nichtbeachten der roten Fahne. Und das Mädchen, weil es blindlings ihrer Schwester auf die Bahn gefolgt ist, die das waghalsige Rennen stoppen wollte. Ole, wie alt bist du denn? 17. 17. Weißt du, wo du wohnst? Nur sagen, ob ja oder nein. Weißt du im Moment nicht. Weißt du, was passiert ist? Weißt du nicht. Hm? Kennst du sie? Prima. Du hattest einen Unfall. Ja, und wenn du einen Unfall hattest, dann müssen wir dich erstmal nur festmachen. Ja. Komm mal. Tag ist fertig, wir können. Drei. Ole ist ansprechbar, kann sich aber nicht an den Unfall erinnern. Zudem hat er starke Schmerzen. Er wird umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Eine Halswirbelverletzung kann auch bei ihm noch nicht ausgeschlossen werden. Ihnen sonst noch irgendwas weh? Alles so ein bisschen. Die Schulter. Mhm. Da gucken wir gleich im Auto auch noch mal. Dann mal noch ein bisschen mehr Platz. No? Mit dem anderen jetzt auch im Auto. Ja, ist gut. Der ist soweit ansprechbar, Schulterlux, das Bein wird frakturiert sein, tut alles mögliche, so ein bisschen weh. Mhm. Vielleicht gucken wir gleich ein bisschen Zeit, dass du noch mal irgendwie für Schmerztherapie oder so kommen kannst. Ich melde uns mal an, ne? Ja, ist gut. Der letzte Druck war wie? 80 zu 40. Mhm. Die Infusionen laufen beide auf volle Pulle? Beide, ja. Puls bei 60 und Sauerstoff bei 98. Linke Schienbein, Verdacht auf Fraktur, Abschürfung, rechtes Bein, linker Beckenbogen, Abschürfung, linker Rippenbogen, Prellmarken und Prellmarken linker Brustkorb. Das Notarztteam kann den Zustand der 14-Jährigen vorerst stabilisieren. Nun will Julia Mertens sicher gehen, dass auch der 17-Jährige Ole den Transport ins Krankenhaus unbeschadet übersteht. Mit ihr fahren wir zur Uni? Ja. Bei ihm gucke ich jetzt gerade mal, aber wahrscheinlich aufs selbe hinaus. Aber ich frage gerade noch mal meinen NER-Fahrer. Was hast du für ihn abgeklärt? Bitte? Sie geht ja ins Klinikum. Was ist mit ihr? Mit ihm, Entschuldigung. Die gehen beide. Die können beide okay. Gleichzeitig aufnehmen. Die sagen, es ist beide okay. Die ja, ist gut. Initial bewusstlos gewesen. Hat einen Blutdruck von 130 zu 70. Die linke Schulter ist luxiert. Hm. Das Abdomen ist hart. Er ist dann nach ca. 5 Minuten welcher wiedergekommen. Quadrant? Zweiter Quadrant? Ist komplett hart. Komplett hart, ja. Komplett hart. Haben wir einmal Fentanyl für die Schmerztherapie, bitte? Davon kann hier schon mal richtig werden. Das ist aber ganz normal. Die Schmerzen werden gleich besser dadurch, okay? Mit der luxierten Schulter? Ja, ich mache da jetzt nichts dran. Die lassen wir jetzt bitte erstmal so, weil dann soll da der Kollege von den Orthopäden drauf gucken. Weil Schulterlux gehe ich ungerne dran. Wie gesagt, wegen deiner Schulter, das macht dann mein Kollege im Krankenhaus, der kümmert sich darum, aber jetzt erstmal sollte das so okay sein. Das wird gleich wirken, ja, im Krankenhaus. Du musst auf jeden Fall ins Krankenhaus. Das nützt alles nichts. Also die gehen auf jeden Fall beide in die Uni. Beide werden aufgenommen, laufen als Polytrauma, beide als Polytrauma, ja?
Alles klar. Danke. Bitte, bitte. Danke dir. So, ist Bescheid, hat Fenta gekriegt, super. Die können direkt Hackengas geben. Dom ist halt leider im Moment das Problem, aber die wissen, dass sie angemeldet sind, die fahren jetzt sofort und wir können eigentlich auch direkt, ja? Alles klar, ich gebe euch dann, weil wir eintreffen, ne? Ja, ist gut. Bereits auf dem Weg ins Krankenhaus gibt es Entwarnung bei Ole. Die Medikamente zeigen Wirkung, die Verletzungen sind weniger schlimm als gedacht. Vicky hingegen ist weiter ohne Bewusstsein. Doch wie schwer ihre Kopfverletzungen sind, kann nur im Krankenhaus geklärt werden. Ist das die Patientin mit dem Schädel-Hirntrauma? Gut. Ja, sie hat zwei Zugänge, einen rechts, einen links. Direkt in den Schockraum, erst rechts. Ja. Achtung, einmal. Blutdruck war bei 100 gewesen. Ja, wir messen gleich nochmal. Ja, haben wir gerade frisch gemessen, kurz vor Eintreffen. Die Frequenz ist konstant, so wäre jetzt bei 60 gewesen während des Transports. Eine 97er Sättigung, hat aber auch High-Flow-Laufen auf dem Sauerstoff. Vickys besorgte Eltern treffen ein. Bleiben Sie bitte draußen. Bleiben Sie bitte draußen. Wir kommen gleich zu Ihnen, ja? Bleiben Sie bitte draußen. Wir klären es. Machen Sie sich keine Sorgen. Während sich der Neurologe um Vickys Schädelverletzungen kümmert, machen die Eltern ihrer Tochter Nele schwere Vorwürfe. Ich hatte dich gebeten, auf deine Schwester aufzupassen. Mann, ist das dein Verantwortungsbewusstsein? Tut mir noch leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass sowas passiert und die beiden sind so schnell gefahren. Und dann wollte ich die anhalten und dann ist... Mann, Vicky ist mir hinterhergerannt, als ich die stoppen wollte, weil die zu schnell gefahren sind. Und dann ging das alles so schnell und dann lag die da auf einmal. Das tut mir doch so leid. Ich hab's doch auch nicht gewollt. Am Ende erkennen auch die Eltern, dass ihre Tochter keine Schuld trifft. Unachtsamkeit und das Buhlen zweier Teenager um ihre Traumfrau waren Grund für den tragischen Unfall. Ja, natürlich sieht das jetzt halt alles erstmal richtig böse aus, aber sie ist hier in guten Händen. Es ist schließlich ein Klinikum der Maximalversorgung und ich bin mir sicher, dass sie auf jeden Fall bald wieder auf die Beine kommen wird.